So, kannst du losgehen, dann begrüße ich Sie, liebe Kollegen, zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der dritten Liga zwischen dem FC Cottbus und den Gästen vom FC Hansa Rostock. Die Trainer haben Platz genommen. Immer hat der Gast das erste Wort, Christian Brandt, bitte. Ja, schönen guten Tag. Ja, es war, wie erwartet, ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Es war auch sehr, sehr eng. Am Ende waren wir, glaube ich, die etwas glücklichere Mannschaft, die eine große Tormöglichkeit in der ersten Halbzeit, die wir da hatten, die haben wir genutzt. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann gleich zu Beginn noch eine sehr, sehr große Konterchance. Die haben wir leider ungenutzt gelassen, deswegen war es dann klar, dass Energie in den zweiten 45 Minuten alles nach vorne wirft. Wir haben dann in der Folgezeit die Kontermöglichkeiten nicht mehr so gut ausgespielt und muss auch sagen, dass wir, also ich glaube, wenn es 1-1 ausgegangen wäre, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Trotzdem ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie sich präsentiert hat als Team, wie sie sich reingehauen hat, jeden Zweikampf angenommen hat, jedes Luftduell angenommen hat und auch viele, viele Duelle gewonnen hat. Und auch ein Kompliment an die Mannschaft, ganz, ganz wenige Freistöße nur zugelassen. Wenn ich daran erinnere, wie Stuttgarter Kickers hier gespielt haben vor 3 Wochen mit so vielen Standards gegen sich, das hat die Mannschaft wirklich gut gemacht und für uns natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Danke. Ja, vielen Dank, Christian Brandt. Ich übergebe das Wort an Vasilij Mihuta. Bitte sehr. Ja, natürlich. Nicht so einfach nach 90 Minuten mit einer Niederlage zu Hause vor unseren Fans. Ja. Aber ganz ehrlich, die Mannschaft hat gut reagiert. Die Reaktion war da positiv. Auch davor im Training, auch heute. Wir haben fast 90 Minuten auch ein Tor. Ja. Aber natürlich, klare Elfmeter bei Sven Michel. Und nicht in Magdeburg. Das war Elfmeter gegen uns, Stuttgart 2. Wir haben unsere Chance gehabt, ja, mit Richard, mit Uwe Möller. Ja, in der Startzeit. Ich kann nicht keinen Würfel gegen meine Jungs. Ja. Die Mannschaft hat noch einmal gute Leistung. Ja. Und das macht mich Hoffnung und auch Mannschaft. Nicht nachdenken, man, wie weiter. Die 2 Punkte. Ja. Vielleicht nicht auf die Schwarz. Man, wie weiter, nicht nachdenken. Wir haben Mittwoch keine, wieder ein schweres Spiel zu Hause gegen auch. Ja. Weitermachen. Noch einmal, ich kann keine Würfel, meine Mannschaft hat gekämpft, hat gespielt heute. Die Chance war da, ja. Gute Reaktion, positive Reaktion von euch. Ja, vielen Dank, Lazi. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Wir haben ein Mikrofon im Raum. Möchte jemand? Es möchte wie so oft niemand. Dann beende ich die Pressekonferenz. Bedanke mich, wünsche allen angenehmen Nachhauseweg, schönes Restwochenende, vor allem den Gästen aus Rostock und Heimfahrt. Bis dahin. Tschüss.